Happy Birthday, Nasri Chi. Happy Birthday, Matt Tajimadin Skaska. Happy Birthday, Sachka. Happy Birthday, Winnie Frieda. Ja, fett. Happy Birthday, Mana Ska. Happy Birthday, Rubel Ska. Happy Birthday, Uleitan Amon So. Und heute spiele ich mal wieder Protopia. Oder ihr sagt, was ich noch spielen soll. Oder ihr sagt ein anderes Spiel. Bis dann. Und los geht es. So, das ist hier meine Welt. Meine Votropia-Welt. Ich habe hier ein paar Bäume gepflanzt. Einmal den Tiger Black Tree. Ich habe mich, was ich da letztens gelesen habe, ausprobiert. Mit die Samen kombinieren. Ich habe gar nicht so viele Kombinationen gesehen. Also, ich habe hier einmal den Feuer Tree mit den. Also hier ist der Lava Tree. Das ist ja dieser hier. Die beiden habe ich hier vorne kombiniert. Das ist der Glass Tree. Dann habe ich hier. Wie bin ich zu denen gekommen? Ah, ich glaube, den habe ich nur so dahin gepflanzt. Genau, warte mal. Der gehört da gar nicht hin. Oh. So, der gehört da gar nicht hin. Den hatte ich so irgendwie gekriegt. Irgendwie, keine Ahnung. Manchmal findet man ja so komische Sachen. Hier hatte ich den, wie heißt der? Croft Tree. Kombiniert mit einmal Lava Tree. Das ist der hier dann. Und mit den Stone. Also den hier mit den und den mit den kombiniert. Das ist der Samen. Da habe ich den mit Lava kombiniert, mit Stein kombiniert und mit den Dirt war das. Mit den Croft kombiniert, genau. Ja, das sind die ganzen Kombinationen, die ich zusammengestellt bekommen hatte. Dann hatte ich noch halt einzelne wie den Baum hier oben. Das ist kein Baum, sondern den Kruft Tree habe ich gebaut. Da hatte ich einen Samen von, den konnte ich mit nichts anderes kombinieren. Der ist immer noch am Wachsen. Und dann habe ich hier ein bisschen nach unten gebaut. Hab so ein bisschen, ja, ist das nach oben, da ist gar nichts. Da habe ich jetzt nur so ein bisschen immer gebaut, damit es schön aussieht. Immer hin und her laufen. Bisschen langweilig, immer hin und her laufen. Da habe ich mir gedacht, vorher war das ja nicht da gewesen. Da war es noch langweiliger. Jetzt habe ich es ein bisschen geschmückt. Allerdings habe ich von den Grunderde nichts mehr. Deswegen war ich gerade nach ganz unten gegangen. Nicht nach ganz unten, aber auf dem Weg nach unten. Und habe probiert, noch mehr von der braunen Erde zu kriegen. Das dauert ziemlich lange. Da kriege ich immer diese Samen, mit denen kann ich dann halt zum Baum pflanzen. Das wollte ich noch wegmachen, fällt mir gerade ein. Weil da habe ich Wiese gepflanzt. Oh, zwei Samen. Zwei Grassamen. Oh, jetzt habe ich da ein Loch reingehauen. Sieht aber auch cool aus.
Ist das schon fertig? 4 Sekunden noch. Komm, warte mal. Zack. Und wieder. So. Gut. Wie gesagt, ich war jetzt gerade auf dem Weg nach unten. Hab mir so gedacht, komm, ich baue mich einmal so da links rüber, nimm die ganzen Steine mit. Unterwegs halt, was ich alles so einsammle. Ne? Allerdings war mein Samen schon zu voll gewesen. Mein Samen. Ja, der Dirt Tree. Deswegen habe ich hier unterwegs immer die Bäume gepflanzt, wo ich neue Samen gekriegt habe. Aber mir fällt gerade ein, ich bin ja nur nach links gegangen. Nach rechts bin ich noch gar nicht gegangen. Und da oben mache ich nochmal. Zack. Keine Zeit. So, nach links war ich ja gegangen, nach rechts noch gar nicht. Achso, nach rechts ging es ja auch nicht viel weiter. So. Dann pflanzen wir hier nochmal einen Baum rein. Zack. Einsammeln. Ich weiß nur nicht, was ich gleich mache, wenn der voll ist. Dann noch ein rein. Da habe ich noch genug Platz für diese Samen. Okay, hier kommt der nächste rein. Zack. So, da ist der nächste Stein. Ein bisschen zu weit geboxt, aber egal. Okay, weiter geht's. Gleich, wenn ich die voll habe, mache ich diese Lücken hier zu. Mal schauen. Also es wird jetzt wirklich nur ein Rumhämmern, um zu schauen, ob ich da vielleicht was anderes finden werde, was ich eigentlich nicht glaube. Obwohl ich habe hier schon Fische gefunden. Hier Fische, Clownsfische mit den Giftanemonen, einen Wurm zum Angeln, aber da brauche ich eine Angel für, weil wenn ich den benutzen möchte. Wie viel Fishing Route? Ja, deswegen. Und da kommt der nächste Baum. Das machen wir wieder klein. Der nächste Baum.
Okay. Da, dann nächste Woche. Oh, die sind jetzt auch voll. Ah, gleich wird es hier wimmeln von Bäumen und unter der Erde. Normal, oder? Da wachsen doch die meisten Bäume. Da der nächste Baum. Jetzt wächst hier noch ein Baum. Okay. Der nächste Baum. Und der nächste Baum. Guck mal, da kommt noch ein Baum hin. Und der nächste Baum. Eigentlich ein schönes Spiel. Nur nach einer Zeit wird es ein bisschen langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit rumhämmer. Was kann man noch hier machen? Also ich kann mir noch zu den anderen Server hingehen und mir dort. Da gibt es ja solche Quest-Server. Das können wir ja nächstes Mal vornehmen. Heute ist noch ein bisschen hier rumhämmern. Ich werde noch weiter bauen. Ich denke mal, für euch wird das ein bisschen langweilig, wenn ich hier jetzt die ganze Zeit alles kaputt haue, einpflanzen werde. Mach noch hier die Strecke zu Ende. Ein bisschen abfarmen. Ich würde gerne auch wissen, wie man. Ich habe da so eine Truhe gesehen, ja. Ich weiß, hier bei den Start-Service-Server. Da würde ich gerne auch wissen, wie man die Truhe baut. Ich werde hier gleich das verbinden einmal. Doppelklick da drauf. So, und da kommt noch der schwarze rein. Zack. Mal hier verbinden. Und hier noch ein Tree rein. Ich habe da einen gehört. Das wäre gekommen. Wer ist bei mir zu Hause? Wer ist das? Hallo? Wer war hier? Mein Black Tree ist fertig, habe ich gerade gesehen. Ja, schaue ich doch mal gleich nach bei dem Black Tree, was der macht. Also Grass Tree habe ich. Da. Mein Tiger Black Tree.
So, jetzt habe ich den Samen wieder. Jetzt können wir nochmal von hier oben die Dinge holen. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Dann muss ich kurz hier hochgehen. Dann werde ich hier mal mein Tiger Black Tree pflanzen und mein Grass Tree. Wie kam ich an den Green Block Tree ran? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, das wäre auch ein Samen gewesen, den ich gefunden hatte. Verbindung hier wieder irgendwie suchen. Zack, zack. Hier. Ach, da ist ja schon eine. Weil das Stück ist ein bisschen langweilig. Ah, machen wir genau hier dazwischen, oder? Soll ja alles auch schön verbunden sein. Deswegen mache ich oben drüber und unten drunter nochmal. Ja. Wie gesagt, da oben kann ich jetzt schnell den da oben. Ich habe nur noch einen davon. Was? Ich dachte, ich hätte viel mehr gehabt davon. Oh. Ich nehme meine Abkürzung. Bleib du da. Du da. Okay. Kleine Abkürzung. Wollte nur gerade ja schauen, wer da angeklopft hatte. Aber irgendwie war keiner da. Ich denke mal, er ist sofort wieder rausgegangen. Der hat Angst. Angst vor Noobs. Mache ich gleich mit den Samen. Oh yeah! Hier kann ich mich so einmal nach oben boxen. Dann geht es hier hinten auch. Oh. Habe ich gerade auch was gefunden. Muss ich auch noch mal gleich ausprobieren. Es geht sofort los. Da will ich jetzt einmal hier diesen Schimbaum pflanzen. Zack. Gib mir den Samen. Okay. Dann machen wir da hin. Zack. Und ich pflanze mal einfach direkt daneben ein. Ich pflanze mal da ein, weil da den Stein bauen wir noch ab. Und ich pflanze mal da ein, wo wir dich auch herkriegen. Und du kommst dahin und dahin. Genau. Muss ich hier einmal kurz nach unten bauen, damit ich hier gerade ausbauen kann. Sonst hätte ich die Stufe nicht. Ich möchte es ja ein bisschen auch so lassen, dass es aussieht wie eine Treppe und nicht immer so große Abschnitte zum Hoch- und Runterspringen. Das wird jetzt so bei denen genauso werden. Ich werde einmal hier gerade aushauen, da nach unten hauen.
Okay, und dann hier nach unten hauen. Jetzt ist zwar hier so eine große Stufe zum Springen, aber das habe ich ja zwei, dreimal. Aber ich probiere es so oft wie es geht zu vermeiden. Immer kann man es nicht vermeiden. So, den runter, Space-Taste drücken. Okay, hier kommen zwei Dirt Trees rein. Eine Craft Trees. Das hier waren die Dirt Trees. Genau, Dirties. So, und was habe ich da gerade noch gesehen? Schnell mal ausprobieren. Ich war da drauf gewesen und habe. Da gedrückt? Nee. Oder hatte ich hier irgendwie drauf gedrückt? Nee, das war Sprache. Ich war doch. Das Menü kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ich war gerade im ganz anderen Menü. Genau, das war das. Ist das, wenn ich auf mich drücke? Ich muss mal auf Toilette. Ah, so ist das. Propass. Okay. Du hast 26 Blackpack-Shots. Hier steht, wie mein Server heißt. Nein, jetzt wisst ihr das auch. Ich gehe mal kurz in meinen alten rein. Ihr wisst ja jetzt, wie der heißt. In mein Red Dog. Ah ne, nicht Red Dog. Red Bar Duck war das. Red Bar Duck. Immer noch gelockt. Warum machen das manche Leute? Ist das nicht gemein? Klauen einfach die Welt von den anderen? Naja, da gehe ich wieder in meiner Welt rein. Ich wollte noch schauen, was die Bäume hier alles geben. Das war der Crow und Dirt Sand. Ups. Also der gibt Türen. Pflanz mal wieder ein. Und der hier. Das war der Dirt und Lava. Oh, der gibt Holz. Da war was gewesen, ne? Warte. Dirt und Lava. Und das ist der Dirt und Staub. Ach, der gibt die Grasdingens. Dirt und
Stone. Gras, Gras, Gras. Pflanzen wir mal Gras. Wo pflanzen wir Gras denn ein? Zack. Da. So. Das ist ja der normale Dirt-Baum. War auch Dirt, ne? Ja, Dirt. Warte mal, kann ich... Oh, wenn ich den Grasbaum mit Lava, dann habe ich noch einen Rosenbaum. Schon wieder was Neues gefunden. Also ich brauche mehr von den Grastrees. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Das ist der Croft und der Lavabaum. Croftsamen und Lavasamen. Croft und Lava hinterher. Zack. Dann haben wir den Lava Tree. Und hier haben wir den. Oh, Lavastein. Cool. Ich habe leider noch einen Platz. Ach, das sind die Schilder. Das war der Croft und der Stone Tree. Das ist der normale Croft Tree. Dann haben wir hier den Lava Tree und mit dem Stone. Das ist dann der Glass Tree. Ich habe keinen Lavasamen mehr, deswegen lasse ich das mal lieber. Oder habe ich einen? Ne, das sieht nicht danach aus. Oh, so kann man es ganz verschwinden lassen. Geht das auch mit oben? Warte mal. Ne, nach oben kann ich nicht ganz verschwinden lassen. Schade. Na gut, das ist der Rosenbaum. Oh, ich habe Rosenblätter. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich keinen Platz habe. Da machen wir noch später Gras rein. Ein Rosentree-Samen. Den Rosentree-Samen mit den Croft-Samen verpflanzen werde oder mit den Samen. Schauen wir mal. Nein, geht nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Sonst habe ich keinen Samen. Achso, ne, ist leer. Was ist das? Oh. Oh. Ja, so kann man sich hier ein bisschen durchtasten, schauen, was man braucht, pflanzen, neu entwickeln, zusammensetzen, zusammenbauen und so weiter und so fort. Wer solche Sachen mag, für den sind solche Spiele richtig gut. So wie Minecraft ist das ja, nur ein bisschen anders. Da kommt auch noch später ein Block rein. Ich komme nur nicht von der Seite an. Deswegen muss ich nach oben gehen. Machen wir mal ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. So, da kommt noch einer rein. Machen wir erstmal den einen fertig. Das andere bis da oben hin weiterbauen. Darum ist ja schon das Ende. So, fertig. Das kommt später.
gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Das ist so meine kleine Welt bislang. Die wird natürlich noch weitergebaut. Und wer es gesehen hat, wie der Server heißt, kann ja gerne vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob man den jetzt noch klauen kann. Ich habe da so ein Vault Lock reingesetzt. Wie ich es beim ersten Jahr nicht gemacht habe, weil ich nicht wusste, wofür der ist. Ansonsten, wenn einer eine Idee hat, kann er mir Bescheid sagen. Ich werde dann hier unten jetzt mal weiterbauen. Das dauert aber noch lange, bis ich bis unten angekommen bin. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Warte mal, wie ging das? Wie? Ach, das war das andere. Egal. Ha! Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich sage viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!